Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Obscuritas. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass wir von einem so einen Fallendingensbummens kürzlich getötet wurden. Und was ihr nicht wisst, ich habe gerade eben eine kleine Aufnahmepause gemacht, das wisst ihr schon. Aber danach habe ich versucht, wieder an dieselbe Stelle zu laufen, an der wir vorher waren, dort hinten irgendwo beim Elefanten. Den sieht man gerade so in der Mitte des Bildschirms, ein bisschen mit seinem Stoßzahn durch die Blätter dieser tollen Palmen hier scheinen. Und dabei bin ich einfach verschiedene Wege gegangen. Das heißt, ich bin auch diesen Weg hier lang gegangen und bin hier gestorben. Ich glaube nicht, dass es ein Random-Event oder irgendwie sowas ist, sondern ich glaube, wir müssen direkt wirklich darauf achten, wo wir lang gehen müssen. Und der einzige Unterschied, also zwei Unterschiede sind mir aufgefallen. Diese Falle wurde ja nicht ausgelöst und hier ist so eine Laterne. Also entweder müssen wir auf Laternen achten, die in der Nähe von Fallen sind und hier ist keine Laterne. Oder wir müssen auf die Statuen achten und wo sie hinzeigen. Denn diese beiden Statuen zeigen von diesem Weg weg und dieser Weg ist der tödliche. Das demonstriere ich euch jetzt nicht und hier ist ja auch die Laterne. Wisst ihr, was ich meine? Eventuell liege ich auch mit beiden Theorien falsch, denn ausprobiert habe ich es noch nicht. Das wollte ich jetzt mit euch ausprobieren und ein bisschen verzweifeln. Der Himmel ist immer noch grün. Und wir schauen einfach mal. So, diese Statue, die hat den Blick in diese Richtung. Also wir müssen dort lang gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, die Statue ist auch hier lang gerichtet. Hier ist aber auch eine Laterne. Ich weiß nicht, ob man hier stirbt. Ich bin nicht hierher gegangen, um das herauszufinden. Wir gehen einfach mal hier hin. Links ist Laterne. Die Figur ist nach rechts gerichtet. Ich folge... Oh, hier ist auch eine Laterne. Also ich glaube nicht, dass es die sind. Ich folge mal der Anweisung der Figur. Und die Figur sagt, ich soll hier lang. Oh Gott. Das hat funktioniert. Sehr gut. Jetzt sagt die Figur, ich soll da lang. Ich möchte bloß mal schauen, ob hier auch eine Falle ist. Ja, ist eine. Die Figur richtet sich aber nach hier. Ich würde sagen, wir folgen dem einfach mal, weil ich glaube, dass die Figurensache die richtige sein könnte. Eventuell gibt sie uns auch nur grob vor, wo wir hier lang müssen. Oh, wie süß! Ein Hippo! Nicht mehr ganz so happy, weil er tot ist, wollte ich sagen. Aber, okay, laut Statue sollen wir da lang. Ich möchte bloß hier hinten gucken. Da ist ein Löwe, der macht doch bestimmt auch irgendwas, oder? Wenn ich den lang genug anschaue? Wir probieren es mal. Ich lasse mal die Maus, die Blickrichtung auf dem Viech. Mal gucken, ob er irgendwas tut, aber ich glaube nicht, dass... Doch, er macht was. Finde ich cool. Hätte ich vorne vielleicht beim Elefanten auch machen sollen. Beziehungsweise habe ich das nicht sogar gemacht beim Elefanten? Jetzt bin ich ja fast versucht, dorthin zu gehen und das nochmal zu probieren. Aber ich glaube, dazwischen würde ich sterben. Kann ich das jetzt hier drehen? Okay. Halalala. Okay. Der Statuentrick funktioniert also nicht immer. Das ist ein bisschen blöd. Vor allen Dingen ist es ein bisschen blöd, dass wir diese ganze Strecke nochmal gehen müssen. Aber auf der anderen Seite, wir laden nämlich, na komm schon, Spielladen, Wintergarten, das sind alle anderen Abschnitte, die wir bis jetzt geschafft haben. Drei Kapitel hat das Ding, wir haben noch nicht mal das erste geschafft, aber das bekommen wir auch noch hin. Wir legen jetzt mal einen kleinen Speedrun hin, nämlich nicht erschrecken, jetzt kommt genau, und jetzt klauen wir ihr den Schlüssel. Der Ballontrick funktioniert übrigens nicht immer. Manchmal behält sie ihn auch einfach. So. Und jetzt flitzen wir mal hier lang, damit wir nicht so viel Zeit damit verbringen. Warum hat der Statuentrick die ganze Zeit funktioniert? Ich möchte gern, dass das Nashorn sich auch bewegt. Wir warten mal kurz ab. Ich möchte gucken, was das macht. Vielleicht bewegt sich aber auch echt nicht jedes Tier. Und sie haben es nur bei manchen eingebaut, denn ich glaube, wir warten jetzt schon ziemlich lange. Vielleicht stehe ich auch nicht nah genug dran, dass der Schockeffekt quasi nicht hoch genug ist,
wenn sich plötzlich das Tier bewegt. Mir fällt es jetzt auf, dass ein Nashorn ganz schön weit hinten seine Ohren hat, oder? Na gut, das macht nichts. Schade. Aber der Elefant hat ja auch nichts gemacht. Beim Zebra können wir es nochmal probieren. Ich glaube, das habe ich aber das letzte Mal auch schon ein bisschen länger angeschaut. Nö. Mag nicht. Konnte ich hier alles nicht mitnehmen, ne? Nee. Die Statue guckt nach da. Und die zeigt, wir sollen nach rechts gehen. Machst du irgendwas? Nö. Sieht auch. Doch. Cool. Dann habe ich das letzte Mal beim Elefanten nicht lang genug gewartet. La! Es hat funktioniert. Okay, also irgendwas scheint trotzdem richtig zu sein. An der Sache, wie ich das mache. Sie zeigt rechts rum. Denn wir haben ja jetzt schon eine Falle, zwei Fallen überlebt. Okay, die hat uns getötet, nicht wahr? Das heißt, ich nehme das hier. Das war mies. Vielleicht habe ich auch das Konzept einfach nicht verstanden. Und es war Zufall, dass die Statuen quasi in die richtige Richtung gezeigt haben. Aber keine Ahnung. Okay. Na gut, dann schauen wir doch mal. Cool, ein Schwimmbad. Aber na gut, das haben sie ja auch am Anfang dieser Zwischensequenz gezeigt. Kann ich das hier? Okay. Wahrscheinlich wird jetzt hier das Wasser abgelassen. In der Zeit gehe ich mal gucken, ob hier irgendwo Streichhölzer... Ich kann ja einfach mal wieder ein bisschen Licht anmachen. Ich spare sehr, 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 damit, wie ihr selber bemerkt. Da hinten ist eine Tür im Pool. Okay. Kann ich hier einfach runterspringen oder sterbe ich? Nein, ich sterbe nicht. Sehr gut. Na dann, kann ich hier durch? In den neuen Abschnitt! Okay, hier vermute ich, gibt es keine Lichtschalter. Deswegen nehmen wir einfach mal unsere Taschenlampe. Ist hier was? Nee. Das ist nur Licht. Halt, was ist denn hier? Ist das nur fürs Tor? Kann ich das benutzen? Okay, wir kommen also nicht mehr zurück. Aber das ist in Ordnung, denn ich glaube, dann hat es einen kleinen Speicherpunkt. Ist das Kotze? Eventuell einen kleinen Speicherpunkt gegeben und wir müssen das davor nicht nochmal machen. Das ist doch ziemlich offensichtlich. Hier kommen doch bestimmt Speaker raus oder sowas. Wahrscheinlich eine Druckplatte im Boden hier oder sowas. Zumindest sieht das so aus. Hätte ich den... Hier sind Fliegen oder so. Hätte ich den anderen Weg lang gehen sollen? Bin ich den richtigen entlang gegangen? Ich weiß es nicht. Geht's nach unten? Nach unten ist doch immer gut in Horrorspielen, ne? Okay. Entweder gibt's alternative Wege oder die anderen hätten mich in Sackgassen geführt. Ihihihi. Da gehe ich nicht hin. Und dann hätte ich wieder zurückgemusst und ich bin jetzt quasi instinktiv einfach den richtigen Weg gegangen. Ich sprinte mal mit Absicht ein bisschen, denn... Okay, ich glaube, dort müssen wir hin. Ach, hier ist gar nichts. Sah so aus, als würde es da... Wow, Druckplatte. Mit Blut. Okay, machen wir mal hier das Licht aus. Hier ist nichts drin. Kann ich... Nee. Ich kann da auch nichts aktivieren oder so. Hier so einen Dreckhaufen. Oh, kann ich aber nicht mitnehmen. Ich habe schon alle Batterien. Und hier sind auch keine Streichhölzer drin, nur Vorräte.
Na gut, dann. Aber unser Dingens geht gleich aus, ne? Wisst ihr, was ich da mache? Ich gehe mal hier hin, ich reloade. Und nehme die mal mit. Das ist wieder so ein Spinnending. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Okay, hier können wir auch nicht drüber steigen. Das ist ja unmenschlich. Kann ich erst angucken, die blöde Spinne? Okay, da ist eine Falle. Hier ist Gerümpel, aber eventuell finden wir hier irgendwas, wie Streichhölzer oder so. Ich wüsste zwar nicht, wozu wir im Tunnel Streichhölzer brauchen. Hier mal außenrum. Aber sag niemals nie. Wir müssen bestimmt runter. Ich möchte aber erstmal gucken. Okay. Was hier oben ist? Ich glaube nichts. Wir haben auch ziemlich lange keinen Zettel mehr gefunden von unserem Onkel. Aber na gut, dann runter mit uns. Blut und hier stinkt es anscheinend wieder. Ich höre nämlich Fliegen im Hintergrund. Okay, jede Menge Müll. Kann ich das aufmachen? Sind das wie so Verbrennungsanlagen oder sowas? Aber ich glaube, das sind einfache Motoren oder so ein Zeug. Okay, in den Kisten ist auch nichts drin. Dann, wir sind von hier gekommen. Gehen wir einfach mal nach rechts und fangen wieder mal mit System an. Wir gehen rechts rum und bemerken, dass hier vorne erst nach oben. Ich glaube ja nicht, dass nach oben richtig ist, aber wir gehen mal gucken. Okay, was ist hier? Nichts. Hä? Sind wir von hier gekommen? Ich habe ja so ein super Orientierungsbewusstsein. Aber wir können eigentlich gar nicht von hier gekommen sein. So, wir gehen mal nach rechts weiter. Okay, hier ist ein nächster Abschnitt oder sowas. Ja. Eigentlich ganz nett. Oh, was hier? Okay, die können wir mitnehmen. Da hinten knattert jemand rum. Okay, das fällt auch zu. Sarah. Der hat geflüstert. Okay, hier sind wieder diese Ritterstatuen. Kann es sein, dass die Taschenlampe wieder nachlässt? Gehen ziemlich schnell alle, ne? Bin ich ja schon eigentlich froh. Ich mach die mal wieder aus. Dass ich so sparsam damit war. Okay, der hat das Schwert oben, der hat das Schwert unten, aber der hat auch Flügel. Flügel? Ah ja, Flügel mit Schwert. Müssen diese Statuen vielleicht auf die richtigen Druckplatten gestellt werden, um den Ausgang zu öffnen? Was? Druckplatten. Das klang, als wäre es von hier gekommen. Hier ist auch was aufgegangen. Hier ist eine 2. Hier ist eine Statue. Komm her. Muss ich die? Über dem Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Danke. Ah, okay, ich muss also noch... Wartet mal. Okay, hinter mir ist jetzt die Tür zugegangen. Ist hier irgendwo die 3? Ich würde... Ein furchtbar langer Tunnel. Ich würde gern... Das ist die 4. Geh außen rum.
würde gern gucken. Aber es geht nicht. Dann stellen wir es mal, wenn die mit den geraden Zahlen die richtigen sind, dann ist ja die 4 auch ziemlich gut. Ne? Wo war das? 2 sind jetzt grün von denen. Aber liebe Leute, musste ich mal kurz husten. Wir werden an der Stelle auch mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich möchte bloß mal gucken, ob hier hinten was zu holen ist. Aber ich glaube, das ist der Ausgang, der erst aufgehen muss, ne? Seht ihr den überhaupt? Das ist der Ausgang, glaube ich, der aufgehen muss. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause und checken in der nächsten Episode, wo die anderen Statuen sind und wo wir die hinstellen müssen. Bis dann. Tschüss.